Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so einen Knauf perfix anrühren und somit natürlich auch einen Ansetzbinde richtig anmischen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Das Ganze funktioniert eigentlich bei fast allen Herstellern relativ ähnlich und zur richtigen Bearbeitung brauchen wir auf jeden Fall mal einen sauberen Eimer und natürlich auch sauberes, kaltes Wasser, dass wir am Ende nicht irgendwelche komischen Stückchen mit drin haben. Jetzt erstmal, je nachdem wie viel Ansatz gibt's, wir am Ende haben möchten, Wasser in unseren Anmischeimer geben. Und wer es ganz genau haben möchte, so ein 25 Kilo Sack von Knauf Perlfix wird mit ungefähr 13 Litern Wasser vermischt. Wenn ich also die gewünschte Menge Wasser in meinem Eimer habe, schaue ich mal, dass ich den Ansatz gibt's jetzt schön verteile in meinem Eimer drin. Und das mache ich einfach so lange, bis der Ansatz gibt's wirklich überall aus dem Wasser ungefähr rausschaut. Denn dann sollte man normalerweise auch ungefähr die richtige Menge haben. Bei so einer kleinen Menge reicht normalerweise ein Quirl und ein Akkuschrauber aus, doch ich kenne es von unserem Keller selber, da haben wir sehr viel Perlfix benötigt und da haben wir natürlich auch etwas größere Geräte verwendet und natürlich auch einen etwas größeren Eimer. Jetzt unsere Masse aber erst einmal gleichmäßig vermischen. Bei mir schaut die Masse super aus, weswegen ich mal die Drehzahl von meinem Akkuschrauber erhöhe, um einfach noch die restliche Masse von dem Quirl runterzubekommen. Und danach sollten wir diesen natürlich auch sofort noch im Wasser reinigen. Zum Schluss kratze ich die Masse noch ganz gerne von meinem Eimerrand ab, dass sie natürlich auch in der Mitte ist, wo sie sich hingehört. Und laut Knauf haben wir jetzt noch circa 20 Minuten Zeit, diese Masse hier zu verarbeiten. Wichtig ist bei der Konsistenz, sie sollte auf keinen Fall zu fest, aber auch auf keinen Fall zu locker sein. Und somit haben wir Knauf Perlfix jetzt auch schon richtig angerührt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens Knauf Perlfix, einen sauberen Eimer oder natürlich auch einen Quirl zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.